Ja, Einheimische. Weiß ich nicht. Tatsächlich aufgrund der Hotelgeschichte, dann tendiere ich ein bisschen zu essen. Weil Familie, Tier eventuell auch noch. Das ist wirklich schwierig, ja, oder? Ich fand das in früheren Zeiten viel einfacher. Viel, viel einfacher. Ja. Weil man irgendwann genau raus hatte, was für eine Wunschlaufbahn, die man hatte, zu welchem Beruf geführt hat. Und das war so viel easy, also so viel einfacher als das jetzt hier, was sie in Sims 4 haben. Das ist halt echt schwer. Ich würde sagen, wir gehen mal mit Essen mit Meisterköchin. Oder doch eher Bar. Meistermixerin. Boah, kochen oder mixen? Bin wieder da. WB Katze. Hast du eine neue Taschentücher holen? Alles schon voll geschnüfft. Aje. Aje, aje. Boah, essen oder mixen? Katzenschnupfen. Ja, Katze ist aber momentan erkältet. Beziehungsweise hat schon ein bisschen was länger mit der Grippe zu kämpfen. Oder wir geben dir Heimvorteil mit Einheimisch, weil die Leute im Hotel wissen eigentlich immer super viel über die Nachbarschaft Bescheid. Boah, ist das schwierig. Bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Ich lass erstmal Einheimisch. Dann gehen wir zu Merkmalen. Also sie ist tollpatschig. Sie ist auf jeden Fall tollpatschig. Ich glaube nicht, dass das. Also ja, ich glaube auch, dass Izzy ein Stück weit chaotisch ist, aber nicht nur. Ja, ich glaube, Izzy ist ein bisschen... Dankeschön, Izzy, für den Host. Dankeschön. Ich glaube, Izzy ist auch ein bisschen unberechenbar. Beinen. Oh je. Wenn dir das Thema gerade eben zu nahe ging, als ich gefragt habe, Katze, tut's mir leid. Das wollte ich dann nicht. Ich glaube auch unberechenbar. Nee, gesellig würde ich dich nicht. Ah. Und du bist gut. Das sind, glaube ich, die drei Merkmale, die ich aufgrund davon, wie du dich im Chat verhältst, sagen könnte. Tollpatschig, unberechenbar, aber auch gut. Das sind, glaube ich, die drei Merkmale, die ich dir jetzt so geben würde. Tatsächlich. Was sagst du, Izzy? Ich finde, ich glaube,
dass die Merkmale passen. Also noch am ehesten. Weil ich finde, davon ganz schwierig, irgendwas einzuteilen. Ganz, ganz schwierig manchmal. Hoch. Und tschüss. Davon auch super schwierig. Ich finde Chaotin zu schwerwiegend als Eigenschaft. Hundefreundin hätte ich dir eventuell noch geben können, statt gut. Aber da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, du magst glaube ich auch Katzen. Daher ist es immer ein bisschen doof, dass es nicht einfach nur tierlieb steht, sondern wirklich sich so gesehen entscheiden muss oder halt zwei Kackerplätze halt hergeben muss. Das ist immer ein bisschen doof. Materialistisch würde ich dich nicht einschätzen. Ordentlich halt eigentlich auch nicht. Snob bist du nicht. Tanzwütig würde ich nicht sagen. Oh Gott. Ob du vegetarisch bist, weiß ich glaube ich gar nicht. Nee, du warst du glaube ich nicht. Und zimperlich würde ich dich auch nicht nennen. Weil wenn du zimperlich wärst, würdest du weder zur Armee wollen, noch in einem Hotel arbeiten. Ja. Das sind die drei Eigenschaften, die ich finde, die passen. Macht nichts Neues. Okay, trotzdem sorry dafür, Katze. Und dann gibt's jetzt den Hund. Ach Gott. Guten Tag. Ich brauche mein Handy, weil ich jetzt gucken muss, was du damals im Chat geschrieben hast, als Emily es gescreenshottet hat. Weil das weiß ich nämlich nicht mehr. Ist ja so schön, dass wir so wenig im Discord schreiben. Im Discord. Im WhatsApp schreiben. Ein Flauschhund. Okay. Also auf jeden Fall schon mal ein Hund mit viel Fell. American Eskimo. Der wäre flauschig. Der wäre auch flauschig. Kleiner Flauschig. Soll es ein kleiner Hund sein? Also kein großer, sondern ein kleiner Hund. Wie ist das? Ein Islandhund? Ja, bisschen aussehen, ein bisschen eher ein Shiba. Tatsächlich. Okay. Der Hund ist riesig. Glaube ich. Neufundländer. Okay, ist Neufundländer ein Großhund, das weiß ich. Alle süß. Tatsächlich ist diese Hunderasse hier, die Pembroke Welsh Corgi. Jetzt seht ihr gar nicht, weil die Kamera davor ist. Ist die Hunderasse, die ich am liebsten hätte. Mal so off-topic. Ja, einen kleinen Flauschhund mit einem Namen Flausch. Okay, er soll klein sein. Guck jetzt nochmal nach kleinen Flausch-Sachen. Wie wär's denn mit dem Yorkshire Terrier? Klein und flauschig. Die fand ich früher auch immer ganz süß. Ach da, mein Shiba Inu. Hä, der Unterschied zum anderen ist jetzt welcher? Wo haben wir den anderen? Warte mal kurz, ich muss mal kurz, gerade kurz gucken. Das ist ein Shiba Inu. Ja, okay, ist ein bisschen breiter gebaut, okay. Den Punkt verstehe ich jetzt irgendwo. Oh Gott. Die Hunde sind alle voll niedlich. Ja, die Hunde sind wirklich alle voll niedlich. Es gibt auch auf meinem... Also du kannst bei Sims 4 kannst du ja zwei Spielstände machen. Es gibt ja einen für den Stream, den ich ja erstellt habe, und einen privaten, den ich nutze ab und zu mal. Das ist schon ewig her. Gibt's auch einen Haushalt, wo wir halt... was denn mich haben mit unseren Traumhunden. Es gibt schon sehr merkwürdige Hunde manchmal. Also, was
Hast du irgendwie eine Hunderasse oder so im Kopf? Dann würde ich nach der suchen. Weil es gibt hier wirklich, wie du siehst, ja unendlich viel. Warte mal. Es gibt hier ja, wie du siehst, unendlich viele Tiere. Ich setze mich mal gerade kurz. Ja, es ist gerade schwierig, mich hier irgendwo hinzusetzen. Das ist auch doof. Ich setze mich mal kurz hier hin. Weil es gibt ja, wie du siehst. Huch, nein, warte mal. Gib mir die Rasse nochmal. Danke. Okay, da. Wie du siehst, gibt es halt unheimlich viele Rassen. Unbändig viele. Fox Terrier. Warum ist gleich direkt Fuchs? Oh Gott. Den Hund. Den Yorkshire Terrier. Echt? Okay. Ist ja kein Problem. Kann man die auch eventuell. Okay, so macht man. Okay. Das hat irgendwie kaum. Kaum Veränderungen tatsächlich. Kann ich Fell? Was passiert denn, wenn ich jetzt mal hier so klicke? Um Gottes Willen. Das. Nee. Huch! Das ist irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Der wirkt auch so unschuldig. Die Yorkshire Terrier sind, glaube ich, sehr, sehr liebe Hunde, tatsächlich. Ach, lustig, dass er das, was sie schon anscheinend schon trägt. Oh, nee. Wir lassen das mal so. Das ist okay so, glaube ich. Soll er noch irgendwas an Tierkleidung tragen? Weiß sie. Gibt halt noch verschiedene Sachen, die der so anziehen könnte. Zum Beispiel könnte er da als Hotdog gehen. Oder als Hai. Oder als Dino. Was haben wir noch? Oder als Hamster. Hotdog ist fies, ja. Ist halt, ach Gott, das ist ja doppelt, okay. Man kann die sogar, ach, man kann sogar sagen, dass die nur zum Spaziergang was. Ah, cool. Ein Halsband, ein Halsband. Also auch cute mit der Fliege. Yorkshire ist ein kleiner Teufel, von wegen unschuldig. Echt, sind die so teuflisch? Lena, wo hast du das her? Gib mal hier Quellenangabe, du. Gib mal Quelle. Außerdem, man kann ja an sich, Family. Ja gut, aber an sich kann man ja auch nicht von der Hunderasse auf den Charakter schließen. Das ist ja auch immer eigentlich unterschiedlich. Wie bei Menschen halt auch. Finde ich jedenfalls. Aber sie wollte eigentlich ein Halsband haben und keine Schleife. Ja, das ist doch eigentlich ganz cute. Hütte, Hüte, Geschirr, achso, Kleider, Oberteile, ganze Outfits. Holy Macaroni. Nee, das will ich nicht. Hier will ich wieder raus. Ich heiße Flauschi. Huch, nicht wie FK. Oh, wir könnten den sogar noch als Welpen. Oh mein Gott! Wir könnten den auch als Welpen einstellen. Ich sterbe! Mein Gott. Bist du cute. Oh. Geht nicht. Ich sterbe hier gleich. Ich fange an zu weinen, ey. Ist das cute. Heilige Scheiße. Also wie gesagt, also die Welpe geht halt auch. Mein Gott, wie die alle so klein aussehen. Das ist ja so cute.
Oh mein Gott. Ist das süß. Huch. Nein, immer wieder. Ach Mann. Ich fahre nicht durch. Das ist auch, also, man kann mit mir auch nicht irgendwie ins Tierheim gehen oder in irgendwelche Tierhilfe-Dingens. Ich würde die alle mitnehmen wollen. Komplett. Alle. Das geht nicht. Oh Gottchen. Oh Mann, ey. Ne, gut, Icy wollte ja. Ich will aber gerade noch eigentlich. Gott, die sehen ja aus. Oh Gottchen. Ja, oder? Das ist wirklich niedlich. Das ist halt wirklich fucking niedlich. Ah, aber die können anscheinend als Welpen keine Halsbänder tragen, also. Du bist schreckhaft. Oh. Treu. Unabhängig. Wir können allein spazieren gehen, das ist praktisch. Couch Potato. Wie willst du, deinen Welpen haben, Icy? Wie stellst du dir das vor? Das ist schon wieder hier die Seite. Ist, glaube ich, besser gerade mal. Och nee. Jäger. Pelzig. Ach du großer Gott. Laut. Stur. Ich glaube, Icy ist mittlerweile auch gestorben. Nehmen wir gerade Schreck ab erstmal raus. Freundlich. Oh mein Gott. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist ja Hilfe. Anhänglich. Okay, warte. Wo war's? Wo war's? Okay, anscheinend ist er anhänglich freundlich. Weiß jetzt nichts, was irgendwie in der Art und Weise sonst dazu passen würde. Und Couch Potato. Oh Gottchen. Dazu würde noch. Ach lol. Okay, okay, treu ist hier anhänglich. Okay. Okay, machen den verspielt, würde ich sagen. Ich sterbe. Das geht einfach nicht. Das geht gar nicht. Das ist einfach zu cute. Um Gottes Willen. Ja, und damit haben wir nach 1 Stunde 22 Icy und den Hund erstellt. Holy shit. Holy moly. Macaroni. Du willst ihn ängstlich haben? Warum? Lena getoppt, würde ich sagen. Ja. Lena getoppt. Okay, das ist dann halt schreckhaft. Weil ängstlich gibt's nicht. Oh Gott, Bibi. Oh Gott. Ja. Damit kann Icy endlich in die Welt einziehen. No. Hat der jetzt auch nur lange gedauert, ne? Das ist nicht die richtige Nachbarschaft. Die Nachbarschaft für unsere Subs ist hier.
Die sind alle. Ja, ein X. Ach, Alex. Lol. Da wäre noch was frei. Was ist denn da noch frei? Reparatur und pflegebedürftig. Ja, die Bude ist aber mega klein. Bitteschön, Ivy. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns immer zuschaust und immer da bist und viel schreibst und viel, viel auf Discord aktiv bist. Dann mache ich das umso lieber. Ja, das wird ja passen. Ja, ich meine, die Grundstücksmerkmale ignorieren wir mal ein bisschen. Aber zum Beispiel hättest du ein Zimmer und dein Hund hätte auch ein Zimmer. Ja. Dann ziehen wir doch mal ein. Jetzt wieder Ewigkeiten. Ba-da-da-da. Ja, vergiss nicht deine flauschige Hype zu verlegen. Oh, um Gottes Willen, ist das süß. Streichel deinen Hund los. Oh, Dag Dag. Gott, ist der cute. Das ist einfach zu süß. Das ist einfach zu süß. Einfach zu cute. Ja, gucken wir jetzt mal, dass wir erstmal das Zimmer für deinen Hund einrichten. Oh Gott. Sims, das hatten wir schon. Das ist alles Neues. Warum zeigst du mir das nochmal an? Ach, nevermind. Hundespielzeug kommen auf jeden Fall. Die Wuff- und Miau-Kiste. Ich finde die cute. Also, nimmst du die Worte aus dem Mund, dann kannst du ICPedia sein. Oh ja. Um Gottes Willen, nein. Nee, ist ja kein Dalmatiner. Eine Katze, was ist das? Was ist das denn für ein Tier? Nevermind. Nehmen wir den. Eigens Plätzchen, dann könnte das eigentlich auch mit hier reinpacken. Warum ist da eigentlich Licht? Ist das eine Wandlampe oder was? Jo, ist es. Nee, warum auch nicht? Warum auch nicht? Und dann müssen wir jetzt noch für den Hund den Futternapf aufstellen. Haben wir noch irgendwelche Spielzeuge für den Hund? Ja, größtenteils für draußen. Das ist halt Katzenangel. Katze. Ah, dieses perfekte Spielzeug für alle Hunde, die Katzen fressen gern haben. Das wär's doch. Fällt aber gerade auf, dass Icy kein PC hat. Das ist ein bisschen blöd. Wie viel Geld haben wir noch? 12.000. Das sollte auch hoch funktionieren hier. Ah, hier wohnst du. Ah. Also manchmal. Also ich meine, ich rente ja viel über Sims 4, ne? Wirklich viel, viel. Aber das finde ich, ist cool gemacht. Das mag ich. Muss ich jetzt mal einfach mal off-topic sagen.
Ne, konnte man das nicht irgendwie... den ganzen Raum verschieben wollte ich jetzt nicht. Danke fürs Angebot. Machen wir mal so, damit ich noch ein bisschen Platz habe für einen Schreibtisch für dich hier. Da. Mann, Plausch ist süß, ich sterbe gleich. Ja. Tiere sind hier echt cute gemacht. Wirklich cute. Ich will jetzt keinen zu teuren Schreibtisch verpassen. Den finde ich jetzt nicht unbedingt schön. Ich meine, er ist billig, ja. Obwohl, 300 ist jetzt nicht gerade so billig. Nehmen wir den. Komfort. Kosten die so 143 wieder? Ja, mit denen. Ein bisschen mehr Komfort darf ja auch mal sein. Du kriegst halt leider erstmal einen standardmäßigen, weil ich würde dir noch gerne einen Job suchen und einen Job eintragen und dann sollte es das gewesen sein. Warum hast du jetzt eigentlich gar keinen PC gebraucht, aber hey. Mach mal da. Jetzt lädt es mir ein bisschen. So. Tatsächlich, Isaac, kannst du ins Militär gehen. Du kannst aber auch... Na gut, sowas wie Hotel gibt es halt leider nicht. Ich glaube, das nächste, was an Hotel ranreichen würde, wäre halt Leckermaul, in Anführungsstrichen. Wo du halt als Servicekraft halt anfängst. Ist das eine richtige Bezeichnung? Ja, doch. Oder halt Militär. Steht da eine Cuteness anfallen? Nein, man antwortet erstmal die Frage, was du arbeiten möchtest. Danach darfst du gerne an einem Cuteness-Fall oder Anfall versterben. So Minijobs würden halt auch gehen. Aber die bringen halt nicht viel Geld und ich glaube, da kann man auch nicht wirklich aufsteigen. I think. Ganz beliebt Eis wieder. Manchmal hat die echt drollig im Chat. Manchmal hat die echt drollig. Wirklich sehr drollig. Ins Militär, alles klar. Bei der Fitness erreichen. Das wird interessant ohne Trainingsgeräte hier. Dann muss Icy eventuell bald mal ins Fitnessstudio. Erstmal machst du hier füllen. Ich finde gut, dass du mir selber geredet hast. Ich glaube, hier drüben wohnt noch keiner, oder? Nope. Kann man den herrufen? Nein. Schade. Huch. Oh mein Gott. Was macht der Hund? Erstmal automatisch Lichter einstellen, damit nicht so die Stromrechnung so teuer wird. Was machst du, kleiner Mann? Musst du nicht mehr schlafen? Steht einfach nur rum, wild im Schwanz. Okay. Oh mein Gott. Diese Matte einfach viel zu riesig, wie es ein Hund ist. Viel zu riesig. Na gut.
So gerne ich mir das hier auch weiter angucken würde, anstatt wegen dem Hund, gibt es noch. Null manchmal. Gibt es noch ein bisschen was, was ich heute mit euch noch erledigen möchte in Sims? Annoying, moin! Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und dir geht's gut.